Hallo Leute, Domination Tipps wieder da. Es geht in den Weltkrieg. Boah, bin ich voll gefressen. Alter, ist nicht mehr normal. Bei uns ist ein... Oh, sauber, hat die Klinik schon platt gemacht. Bei uns ist ein Angriff abgestürzt. Und zwar Hadis hat schon angegriffen und 5 Sterne gemacht. Ja, aber der wurde nicht gewertet. Also irgendwie ist der Angriff weg. Steht auch nicht da, aber im letzten Weltkrieg ist das schon mal vorgekommen. Daher, geil, mein Account... Und Fusilier haben schon 2-mal verteidigt. Fett. Hui. So, ich muss die 1 angreifen. Die 1 ist eklig. Bleh. Der hat gar nicht mal schlecht gebaut. So ein, wenn ich das so nennen darf, Hurensohn-Basis-Layout. Muss ich mir mal anschauen, wie ich das mache. Ich werde von hier oben angreifen. Denke ich mal. Das Ding ist halt, dass Versailles verlangsamt meine Truppen so immens. Also das, da brauche ich so lange, um hier durchzulaufen. Außerdem können dann Mörser Katapult schießen. Der General kommt runter, das ist mir zu knifflig. Von hier vorne ballern auch 2 fette Mörser. Und das sieht ganz stark aus, es legen hier viele Fallen. Und von hier aus ist das irgendwie so ein weiter Weg. Und da ballern auch wieder 2 Mörser und dann ballern hier noch mehr Mörser und Katapulte und bläh, ganz eklig. Darum werde ich wohl von hier gehen. Ja. Oh. Ich hoffe, das wird was. Ich habe irgendwie nicht so ein gutes Gefühl. Manchmal habe ich so ein sehr gutes Gefühl, manchmal nicht so ein gutes Gefühl. Gerade ist irgendwie so durchwachsen, nenne ich es mal. Ich werde auch direkt einen General diesmal mitsetzen, weil das ist so ein Gegner, da, den überrennt man nicht einfach. Da muss man dann auch schon mal Gas geben. Nein! Was habe ich denn jetzt gedrückt? Hä? Achso. So, ich habe keine Söldner dabei. Warum? Wo sind die denn? Ich habe die schon so lange nicht mehr benutzt. Ach, da unten. Ja, ja. Soll ich einen Mahut mitnehmen? Ja, ja, ich habe eh zu viel. Dann nehmen wir 2 Mahuts mit. Nehmen wir 3 Mahuts mit. Na okay, jetzt werde ich dekadent. So. Die Mahuts bringen es eigentlich gar nicht. Die sind für Verteidigungsgebäude und ich will damit eigentlich nur abräumen. Aber scheiß drauf. 50 Geos, 2 Panzer. Sieht moderat aus. Ja, bin ich noch bei der richtigen Zahl? Ja, bei der 1. Ich habe sogar noch Stärke des Gladiators. Ich denke, das werde ich raushauen müssen. Ich hatte mir die Taktik eben eigentlich ein bisschen anders zurechtgelegt. Aber jetzt werde ich das wohl so rum machen müssen. Okay. Scheiße, das Ding schießt schon. Oh, muss ich hier schon sabotieren? Kacke. Was machen sie denn? Jetzt laufen sie da. Alter, sie laufen übelst behindert. Ey, was ist denn jetzt los? Ey, nein. Die Truppen bewegen sich irgendwie ultra komisch. Alter. Keine Ahnung, was los ist, Mann. Ich habe auch schon fast alles verloren. Alle meine Truppen sind weg. Was? Alter, was ist denn jetzt da bitte schiefgelaufen? Vielleicht kommen die Stadtverteidiger raus? Stadtzentrumverteidiger? Alter. Alter, 2 Kanonen. Jo, jetzt habe ich saftig verschissen. Ey, ich habe nicht mal einen Stern gemacht. Alter. Boah, krass. Hier lagen alle Fallen. Ey. Jetzt kriege ich ja wahrscheinlich nicht mal Beute. Wie mache ich denn das jetzt? Ich muss wenigstens einen Stern bekommen. Alter, das ist doch nicht mehr normal. Am besten... Der General ist schon unten. Jetzt ganz sauber einfach überlegen. Kriegt das Stadtzentrum platt? Ja, das hat nicht mehr viel. Kanonentürme sind auch nicht da. Muss ich beide Generäle und die Söldner raushauen? Boah, krass.
Jetzt einfach alle aus Stadtzentrum. Boah, wie behindert. Ey, die Attacke ist ja mal so in die Hose gegangen. Ich hab's gerade noch gesagt. Ja. Ja, wenigstens noch Beute. Alter Schwede, hab ich verkackt gerade. Ich werde auf jeden Fall den Zweitangriff mit Mellys Account noch machen. Boah, krasses Ding, Mann. Boah, da muss ich mir gleich die Wiederholung nochmal angucken. Wo waren denn meine ganzen Truppen? Warum waren die sofort tot? Boah. Das komme ich gerade gar nicht klar. Erster Angriff, der mal richtig in die Hose gegangen ist. Boah. Boah, heftig. Ich bin gerade übelst sprachlos. Ich weiß nicht, ich kann da irgendwie gar nichts zu sagen. Das ist mir noch nie passiert, dass ich so verkackt habe. Ich habe auch gerade so eine ganz komische Mischung aus Wut und Verzweiflung. Ich komme mit Mellys Account nochmal on. Dann sehen wir uns gleich wieder. Hallo Leute, ich bin zurück mit Caramellis Account. Caramellis ist im Moment offline. Die kommt nur am Wochenende on wegen ihrem Beruf. Die ist halt echt stark eingespannt. Darum mache ich mit ihr noch den Angriff. Ich werde jetzt nicht die 1 angreifen. Ich mache erstmal die 4 von Melli. Der hat eine Verteidigungskoalition an. Ich bin gerade so baff, ich komme gar nicht klar auf mein Leben. Wie krass verschissen ich gerade habe. Ich bin ja genau da reingerannt, wo er es wollte. Leute, macht doch bitte die Redoute weg. Was ist das? Ist das euer Ernst? Hey, die Redoute, ist das euer Ernst? Jetzt rennt ihr da alle rein? Mann. Hauptsache die Mühle beschießen. Der Angriff ist aber durch. Boah, heftig, Mann. Ey, da komme ich gerade. Ich komme nicht klar auf diesen ersten Angriff. Wie schnell die Truppen da alle weg waren. Ich habe es gar nicht mitbekommen. Dann mache ich gleich noch Hadis Gegner. Mit Melly mache ich dann nochmal die 1. Und notfalls muss Hadis dann nochmal die 1 machen. Ein Stern, gerade so. Das ist nicht nur schwach, sondern auch irgendwie sehr, sehr ungewohnt. Egal. Damit muss man umgehen lernen können.
Dann verabschiede ich mich an der Stelle. Völlig überrumpelt und immer noch nicht ganz darüber im Klaren, was gerade passiert ist. So kann es auch laufen, Leute. Paradebeispiel für einen völlig verschissenen Angriff. Ich habe genau das gemacht, was er wollte, bin komplett in die Fallen reingelaufen. Die Truppen waren alle tot, bevor die im Stadtzentrum waren, die meisten. Oder zumindest die, die Schaden anrichten konnten. Dann sehen wir uns bald wieder mit einer hoffentlich erfolgreicheren Folge Dominations. Bis bald.